muss meine Partnerin in die Kirche eintreten, damit wir kirchlich heiraten können. Aus einer Verbindung muss immer einer oder eine in der evangelischen Kirche sein. Aber da hat mich kürzlich jemand gefragt, Christian Lindner. Oh ja. Ich hatte zum Beispiel auf meiner ersten Fahrstelle einen Mann, der war aus der Kirche ausgetreten, noch zu DDR-Zeiten damals. Und der hat mir irgendwann mal seine Geschichte erzählt, warum er ausgetreten ist und warum er nicht mehr eintreten kann. Ihm hätte ich auch in der Kirche verheiratet. Also es kann Einzelfallentscheidungen geben. Kirche ist, darf nie die Institution sein, die feste Gesetze hat, in Stein gemeißelt, und das gilt für alle. Man muss immer auf einzelne Menschen gucken. Ich hätte zum Beispiel nicht, ich mache es einfach nicht. Also mich stört der Fall Lindner auch ein bisschen. Ich muss in diesem Fall von Christian Lindner, der Pastorin vor Ort, vertrauen, dass sie ein Gespräch mit denen geführt hat darüber, warum sie nicht in der Kirche sind, aber kirchlich heiraten wollen. Und der Fall Christian Lindner hat dann natürlich Wellen geschlagen oder so. Aber es kam schon häufiger mal vor, dass Menschen in einer Kirche getraut worden sind, obwohl beide nicht Mitglied der Kirche sind. Und wenn es nicht gerade Christian Lindner ist, dann kräht da kein Hahn nach.